Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Switch zum neuen Update Crimson Moon. Und wir reden mal kurz mit Fortune hier. Willkommen zurück. Denn der hat ja auch noch andere Aufgaben für uns und nicht nur die Star Fox Kampagne. Lass uns doch mal gucken, was es noch so gibt. Purpur-Mission. Also wir machen erstmal alle Schiffe reparieren. Wollen wir erstmal? Fast wie neu. Also wir können rennen. Wir wollen mal mehr über die Rennen erfahren. Würde mich mal interessieren. Wage dich auf die berüchtigsten Strecken von ganz Atlas, die es nur auf dem Purpurmond gibt. Triumphiere im Rennen und beweise ein für alle Mal, dass du der schnellste Pilot weit und breit bist. Belohnung, gewinne Lackierung für dein Schiff und Zahnräder. Okay. Hi, ich bin's. Hi, Rayleigh. Ich will dir die Rennstrecken des Purpurmonds vorstellen. Die beliebteste Sportlocation im ganzen System. Wenn du loslegen willst, gehe zu einem Outlaw Clubhouse, um Zugang zu bekommen. Es gibt 4 Outlaw-Clubhäuser. Jedes wird von anderen Outlaw-Clan betrieben. Jeder Clan hat seine ganz eigene Rennstrecke gebaut, also probier sie alle aus. Manche Clubhäuser lassen sich nicht antreten, bis du dich bewiesen hast. Eventuell musst du erst andere Rennen gewinnen, um eingeladen zu werden. Okay. Der Clan der Cold-Blooded Kings ist der härteste von allen. Um auf ihrer Strecke starten zu dürfen, musst du zuerst alle anderen Strecken meistern. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Die Rennen sind eine völlig neue Sache. Sie bieten eine eigene Steuerung und neue Funktionen wie das Driften. Ah, cool. Das Ziel ist es, die Runden so schnell wie möglich abzuschließen. Gib alles. Sei mal vorsichtig. Die Outlaws haben die Strecken mit Fallen gespickt, um dich auszubremsen. So, welche Schweine. Auf jeder Strecke gibt es versteckte Wege und Abkürzungen. Sprenge Trümmer, um die Wege freizulegen und in Führung zu gehen. Wenn du Boostfelder siehst, flieg auf jeden Fall drüber. Sie geben dir einen Geschwindigkeitsschub, den du für den Sieg brauchen wirst. Und verpasst die Boost-Power-Ups nicht. Während des Rennens lädt sich dein Boostmeter nur langsam auf. Wenn du deine Geschwindigkeit halten willst, solltest du viele Power-Ups wie möglich einsammeln. Okay. Ohne Preise würde das Ganze nur halb so viel Spaß machen, oder? Verdiene Trophäen und Outlaw-Zahnräder und tausche sie in Fortune Rust ein, um dein Raumschiff zum coolsten Schiff in der ganzen Galaxie zu machen. Und nicht nur damit kannst du angeben. Auf den globalen Bestenlisten siehst du, wie du im Vergleich zu anderen Piloten abschneidest. Viel Glück! Das testen wir doch mal. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Geh mal rein. Liege. Okay, das haben wir jetzt durchgeguckt. Enthülle auf dem Purpur und Hütergeheimnisse. Das haben wir noch nicht gemacht. Ein Champion aus erringe Ruhm im Purpur-Kolosseum. Haben wir noch nicht. Meistgesuchte von Atlas. Okay, das machen wir jetzt. Heute geht voll und ganz um die Rennen, werden wir uns kümmern. Wir können mal kurz in den Outlaw-Laden gehen. Wir haben ja 23... Outlaw-Punkte brauchen wir 25. Okay. Gut, dann lass uns doch mal die Rennen ansprechen, also beziehungsweise die Leute ansprechen. So, hier muss ja irgendwas in der Nähe sein. Gehen wir gleich mal hin. Wieder hochkommen. Komm hoch. Oh, komm schon, du willst wieder hoch. So. Jetzt sind erstes zu dem Haus hier. Bin mal gespannt, wie die Steuerung ist. Sprechen wir mal mit denen. Willkommen. Während der Rennen bitte immer auf die Strecken achten. Atlas ist ein herrlicher Ort. Wir wollen ihn nicht zerstören. Trugschlund. Die Phantoms laden alle Herausforderer dazu ein, sich der Strecke Trugschlund zu stellen. Sie liegt in den Seelengräben versteckt und die Piloten brauchen ein perfektes Timing und gute Reflexe, um den Pokal zu gewinnen. Soll ich die Bestenliste mal angucken? Ach, sind wir... Ja, ich bin nicht im Ubi-Club, tut mir leid. Geht also nicht. Gut, aber wir starten das Rennen einfach nochmal. Buchschlund, die Phantoms. Ah, schade, dass die Videos so nicht so hoch aufgelöst sind. Würde dem Ganzen natürlich eine coolere Atmosphäre geben. Beziehungsweise, warum hat man das nicht einfach in der Grafik gelassen? Also, ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viel Power gekostet, oder? L-Button gedrückt halten, driften. Okay, er gedrückt halten, boosten. Okay. Okay. Nein! Oh. Oh.
noch mal die Boostpunkte ein hier. Gut geflogen. Nichts liegen lassen. Führung erobert. Driften. So viel zum Driften. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Das war Erna, die Sau, wie bei Super Mario Kart. Voll weggeflogen gerade. Ach, deswegen bin ich so durchgeflogen. Deswegen. Okay. Ich erstmal eingrooven in die Steuerung, bevor hier irgendwas reißen kann. Also es ist, oh, die Steuerung ist echt nicht so leichtgängig, wie ich dachte. Die ist ein bisschen nervig. Ja, super. Das lasse ich mal durchgehen. Echt? Wenn die ganzen Scheiße nicht gebaut, liege ich trotzdem noch in Führung? Oder mich aber. Oh Mann! Du hast die Führung verloren. Hol ich mir gleich wieder. Abschließen kann man die nicht, die Gegner, oder? Oh Mann! Was ist doch nicht euer Ernst? Das gibt's nicht, echt nicht. Alter, so schlecht geflogen und trotzdem gewonnen. Okay, es war wahrscheinlich die erste Runde, deswegen war es egal. Aber es war wirklich mies. War wirklich mies. Schiffseffizient verbessert. Krass, wie schlecht das war. Aber naja, hat gereicht hierfür, würde ich sagen, ne?
Gewinne das Rennen der Wild Winds. Okay, was fliegen ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. Muss ich mir erstmal noch ein bisschen hier. Mich ein bisschen eingrooven, weil das ist wirklich. Oh, wirklich nicht so leicht. Fliegt sich alles noch ein bisschen leicht beschränkt. So, sprechen wir mit denen mal. Hey Mann! Glaubst du, du bist bereit fürs Rennen? Wir probieren es einfach mal. Gar nicht so leicht. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen. Ah, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Vielleicht wird die ja noch besser. Das ist die Chance, euch dem Purpurmond gegenüber als würdig zu erweisen. Eigentlich muss man jeden Boost nur mitnehmen, dann glaube ich, verliert man nicht den Boost, kann das sein? Ah, schon wieder den Start verpasst, ey. Was ist denn hier? Du liegst in Führung. Oh nein! Nein! Okay, passiert. Wechsel der Führung. Lassen. Gut geflogen. Voll rausgedriftet. Das ist natürlich schade, dass man rausdriften kann komplett. Abschießen kann ich die Leute trotzdem nicht. Das ist ein bisschen schade. Würde ich noch ein bisschen cooler finden. Ja gut. Okay. Der Führende hat die erste Runde geschafft. Du hast die Führung verloren. Was? Nein, flieg nicht durch. Oh, das ist nicht ernst. Wenn man das nicht mitkriegt, dann kommt man nicht durch. Oh. Das ist ja schlecht. Na gut. Bin ich wieder ganz letzter, ne? Ach, scheiße. Kein Boost mehr hier. Alter, was ist denn das? Also die Steuerung ist wirklich ab und zu so ein bisschen lahm. Geht das nicht? Hey, wo willst du hin? Zurück auf die Strecke! Ja. Hat er mich zurückversetzt, ne? Das ist Assi. Wenn ich so weit hinten, so weit links war. Okay. Ich war wohl vergessen hier zu gewinnen. Ja, nicht mehr die anderen Raumschiffe. Das Driften ist echt gar nicht so leicht. Mist. Unser Führender ist in seiner letzten Runde. Super. Och Mann. Ich dachte, der Bereich wäre gesperrt. Dachtest du? Aber den Typen hinterher geflogen.
Komm schon. Komm. Kriegen wir noch hin, kriegen wir noch hin. Kein Ballon mehr mit hier. Das ist wirklich... Ach komm! Oh, es ist doch beschissen. Oh nee, komm. Echt, ne? Ey, das ist echt blöde. Da starten wir nochmal neu. Also es ist, die Lenkung ist echt beschissen irgendwie. Also man muss, weil man oben driftet, aber man muss mit rechts steuern und irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein bisschen blöde. Weil wie soll ich denn Gas geben? Soll ich denn Gas geben? Mit dem A-Knopf? Wenn ich dann gleichzeitig auch steuern soll damit. Das geht überhaupt nicht. Das ist total blöde. Also das ist wirklich blöd gelöst. Mit dem Driften. Muss ich es leider sagen. Ist nicht. Ey. Ich kann nicht. Ich geht gar nicht. Man hat. Oh Mann, ey. Man hat ja nicht die ganze Zeit Boost, ne? Ist ja klar. Aber irgendwie. Ist noch nicht so drauf. Ist überhaupt nicht drauf, wie ich es gerade merke. Bleib doch immer stehen denn, das ist so blöde. Willst du so wertvolle Zeit zu? Och komm! Mittelprobleme? Die Schnauze, du Spacko. Gut, wenn man da oben längs fliegen kann, aber ist mir zu risky. Wie soll ich denn da fliegen können, wenn... Na klar, habe ich die verloren. Wenn ich nichts anderes machen kann hier. Ach komm. Ich kann ja auch gar nicht schneller fliegen mehr. Das ist blöde. Ja, und jetzt wir kaputt! Mann! Verstehe ich nicht. Ja, wieso funktioniert das denn nicht mit dem Fliegen hier? Also, das ist total bescheuert. Regt mich ja mal auf. Ja, vielleicht einfach zu blöd dafür, ich weiß nicht.
gebe die ganze Zeit Gas mit diesem R, mit dem Boost. Aber da boost ja irgendwann alle. Und dann versuche ich mit A Gas zu geben, was man im normalen Spiel ja kann. Hier dann auch nicht funktioniert. Das Problem ist, dass man nichts sieht. Nervt einfach nur noch. So richtig Frust. Ja, und dann fällt sie runter und jo. Ja, klar. Mhm. Hey, wo willst du hin? Zurück auf die Strecke. Ja, ich komme da ja nicht hin. Mann. Und ich verstehe das nicht. Dass man da hinkommt. Du liegst in Führung. Aber nicht mehr lange. Gut geflogen. Nichts liegen lassen. Also wenn man diese blauen Dinger nicht bekommt, dann hat man nicht Speed genug drauf, um das zu schaffen hier, ne? Irgendwie, also muss man echt die blauen Dinger mal kriegen, sonst hat das mit dem Speed nicht. Du hast die Führung verloren. Doch nicht, hab ich doch gar nicht. Jetzt wird's eng. Cool. Bekommen. Und mein Ziel. Alter. Ich wusste, du schaffst es. Dann wusstest du gar nicht. Und außerdem, ey, ich bin so schlecht mit der Steuerung da irgendwie. Glückwunsch. Na, haben wir ein bisschen Kohle gesammelt. Und ein paar Punkte für den Shop. Gehen wir doch gleich mal in den Shop rein und gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Wir lesen auch. Ich könnte natürlich jetzt zum nächsten eiern, aber einmal zum Chef liegen hier. Einmal was kaufen. Was hier? Was da auf deiner Seite? Neuer Tag, neue Show. Yes. So, 53 haben wir. Gehen wir mal in den Outlaw was liefern. Was ist das denn? Achso, die wir bekommen haben, okay. Outlaw-Laden, so. Sieh dich um, aber vergeude meine Zeit nicht. Und den Wanderer hier? Bitteschön. Den auch? Sehr schön. Den auch. Die können wir jetzt auch gar nicht kaufen. So, hätte ich mal vorhin machen sollen, egal. Kriegen wir beim nächsten Rennen. Oh, soll das ein Spiel sein? Reparier das unsichtbare Schiff. Falls ja, spiele ich nicht mit. Sehr gut. Gut, gucken wir uns die Schiffsmods mal an. Das sieht auch cool aus. So, wir ändern mal das Schiff. Den Starwing. Der Arwing. Gucken, ob wir da nicht auch mal kurz lernen können. So. Ja, das sind also die Rennen. Wenn wir das nächste Mal auch mal weitermachen. Aber... Oder machen wir das nächste Rennen auch noch? Machen wir das dritte Rennen auch noch? Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.